Einer der ältesten Mitarbeiter Vivas ist heute noch älter geworden. Heiko Stratmann, 31 Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke Simon. Ich bin auf den Sprung, weil meine Partygäste warten. Deswegen auf Wiedersehen. Ich habe heute Geburtstag. Weihnachten, zu Weihnachten Geburtstag, Heiko. Noch ein letztes Wort, wenn man Weihnachten Geburtstag hat, am ersten Weihnachtstag. Scheiße, weil alle Geschenke werden aufgeteilt, weil es ja so praktisch abends was zu schenken. Am nächsten Morgen kriegt man die anderen Geschenke und dann ist das ganze Jahr Ebbe. Und ich hätte lieber im September, August. Ich habe alle beneidet, die im August so Geburtstag haben. Das kann ich verstehen, habe auch am 9. Januar Geburtstag. Da ist einfach dann Schluss mit lustig. Ja, gut. Okay, Heiko, dann noch eine super Party. Ja, Weihnachten noch und guten Rutsch und bis dann. Tschüss, Chris. Tschüss. Und jetzt kommt das Experiment. Moritz bleibt treu, netter Typ, irgendwie so, ne? Der ist schon irgendwie ein Film, so wie er in echt ist. Und das Experiment, wir waren so ein bisschen so, das ist aber harter Tobak. Und der, ja, Moritz ist da sehr viel unkonventioneller rangegangen und hat einfach gesagt, nee, konventioneller, Entschuldigung, hat einfach gesagt, ach komm, hier, super Film, oder? Muss aber ein bisschen was Hartes ins deutsche Kino. Er hatte recht, wie wir fanden, Experiment, super deutscher Film, hat gerockt. Und hier unsere Sendung darüber. Hallo Leute, heute aus meinem Büro mal wieder. Muss ich euch auch mal wieder zeigen, ne? Wie schön ich es eingerichtet habe. Heute berichten wir über einen guten deutschen Film. Ich höre da irgendwie sowas, dass es das nicht gibt. Ja, nein, das stimmt nicht. Das gibt es nämlich. Jawohl. Das Experiment heißt der Film und der ist wirklich gut und hart und es ist ein richtiger Psychoschocker. Und dieser Film hat die Betitelung Psychoschocker in der Tat verdient. Ich selber wurde auch kreidebleich und das hat mich schon umgehauen. Darüber hinaus gab es auch jede Menge Gerüchte um die Dreharbeiten und damit wird jetzt allerdings ein bisschen aufgeräumt. Es ist nur ein Experiment. Hier sitze ich mit Moritz Bleibtreu, dem Hauptdarsteller aus Das Experiment. Hallo Moritz, wie geht's? Alles fein, vielen, vielen Dank. Ihr habt den Film gesehen, ich bin echt ein bisschen so hinten rüber gekippt und so, es hat mich echt geplättet. Ich dachte zwar im Voraus so, Isolation und so, kann einen runterziehen, aber was dann dabei rauskam, war ja schon derbe hart. Wie hast du es so empfunden, was hast du schon für Zuschauerreaktionen so mitbekommen? Ja, ähnlich was du sagst, also die meisten sind da rausgekommen so ein bisschen als Gespenster. Meine Herren, erstmal danke ich Ihnen allen, dass Sie sich für dieses Experiment zur Verfügung gestellt haben. Sie sind mutige Männer. Das ist auch eigentlich der Effekt, den man sich so dabei erhofft hat. Was anderes kann ja auch gar nicht großartig passieren. Also es ist kein Film, aus dem man rauskommt und irgendwie, weiß ich nicht, lachend und feiernd, sondern da denkt man erstmal wieder ein bisschen nach und das ist auch ganz gut so, glaube ich. Bei dem Film, also im Voraus, gab es ja kein Typecasting. Also soll heißen, Gefangene und Wärter wurden erst dann bei den Dreharbeiten plötzlich so beschlossen, wie sie sind. Also eigentlich während den Castings wurde das gemacht. Also es gab Leute, die für bestimmte Rollen angefragt waren als Wärter und innerhalb des Castings hat sich dann herausgestellt, dass sie eigentlich einen besseren Gefangenen abgeben. Und andersrum ist das dann auch passiert. So war das. 86, 21, 74, 94, 15, 82, 38, 77, 69. Reich. Wegtreten. Trotzdem, wie groß war die Analogie zwischen Drehbuch und den letzten Endes Dreharbeiten, die da stattgefunden haben? Das stellt man sich wahrscheinlich immer so vor, als wäre das dann sehr massiv oder so. Ich habe das nicht so empfunden. Also für mich ist Filme machen echt natürlich harte Arbeit, klar. Und in dem Fall extrem hart, weil du auch nur noch Gewalt hast und viel Fallen und körperlicher Quatsch und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Psychologie der Geschichte großartig auf uns alle abgefärbt hätte und wir jetzt, weiß ich nicht, uns untereinander getrennt hätten zwischen Wärtern und Gefangenen oder so. Das gab es nicht, obwohl es nahe liegt. Also viele Leute denken irgendwie, mein Gott, wenn man sowas dreht und sowas 8 Wochen durchzieht, dann wird man vielleicht irgendwann wirklich davon gefangen und so. Und es gibt auch sicher Schauspieler, bei denen das so ist. Aber bei mir war das eigentlich nicht so. Phase 3, Gefangene gegen Gefangene. Du putschst es hier absichtlich auf. Schick mich am Arsch, du Wichser. Also ich habe da in so einer großen europäischen Filmzeitschrift so eine Diskussionsrunde gesehen, wo dann halt so ein bisschen darauf hindeutete, dass irgendwie schon alles einiges so ein bisschen abgefärbt hatte. Ja, es ist so ein Ding, das stand mal im Presseheft und ich denke, das hängt wirklich ganz stark damit zusammen, wie Leute so, wie Leute spielen, aus was für einer Motivation heraus und wie sie das machen. Und einige
Was jetzt nicht heißt, dass sie deswegen besser arbeiten oder so, aber verknüpfen sich einfach seelisch mehr wohl mit einer Figur und, weiß nicht, leiden oder fühlen dann einfach mehr mit oder was. Und andere haben, glaube ich, irgendwie dann eine andere Art, das zu machen und schalten halt mehr ab. If you look at producers, I'd say over half of them are women. But, you know, it's like, it's not something that people want to really hear or talk about. You know, what do you do as a producer? It's really uninteresting if you really come down to it. But they think you have to be a hard ass. They think you have to, but you have to do everything. But it's I think women make good producers because it's keeping the peace and keeping things balanced. That, you know, if you've been around kids, they're unpredictable, but you have a lot of human elements involved. Sie werden Druck ausüben und ertragen müssen. Bist du eine Schwuchtel 82? Nein, Herr Strafvollzugsbeamter. Unterschätzen Sie das nicht. Es gibt ja eindeutige Parallelen zu Big Brother, also sprich Sprechzimmer, diese Aufgaben und diese Isolation. War das jetzt so gewollt oder war das mehr eigentlich ein schlechter Zufall, auf den ihr gar nicht so einen Bock habt? Ach, das ist ein Zufall, aber eigentlich kein schlechter Zufall, sondern ein guter Zufall, weil was immer irgendwie eine Parallele zu dem Thema bietet, was dann irgendwie aktuell ist und wo man hingucken kann, ist natürlich gut. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Das ist zu viel. Sie wissen aber, dass Sie bei Abbruch jeden Anspruch auf Bezahlung verlieren. Ja. Aber in Ihrem Fragebogen steht, dass Sie wegen der Bezahlung teilnehmen. Ja, das stimmt. Und das Geld ist Ihnen jetzt plötzlich egal. Ja, ich will gehen. Als wir angefangen haben zu arbeiten und das Drehbuch geschrieben wurde, da kam gerade die erste Staffel hier in Deutschland raus. Und klar gibt es da eine Parallele. Also wenn man jetzt Big Brother ein bisschen verschärfen würde, ein bisschen darauf achten würde, dass die Leute sich da drin nicht so mögen, dann ist das klar, dass sie sich irgendwann anfangen werden, die Augen auszustechen. Und muss man mal gucken, wie weit man da oder wie weit wir alle da moralisch noch sinken können und was dann auch möglich ist. Aber ich glaube, da ist noch Fallhöhe. Also da geht noch was. Ich habe auch gelesen, unter anderem, dass der Oliver Hirschbiegel einmal einfach 30 Minuten die Kamera laufen lassen und ihr habt einfach so ein bisschen so zurecht improvisiert. Das sind Teile der Videosequenzen, diese Überwachungskameras, die es immer wieder gibt, die werden immer wieder in Stellen reingeschnitten. Und da hat er uns teilweise einfach reingescheucht und hat gesagt, so, Zellen zuschließen und das war's. Und dann hat er einfach, wir wussten halt, wir werden jetzt irgendwie abgefilmt, aber wir wussten nicht, was passiert. Und dann sind wir da einfach drin geblieben. Hat er die Wärter reingeschickt und irgendwelche sadistischen Sachen mit uns machen lassen und so. Das war sehr lustig. Gut, dann die ganze Zelle raustreten. 38, 69, raustreten. Hey, Moment, hast du zu lange auf Superman heften geschlafen? Oder was haben damit nichts zu tun? Was ist das mit mir? Was ist das mit mir? Mach deine Liegestütze. Also runter. 20 Stück. Wie hat man dann Spielraum zum Improvisieren? Ich meine, es gibt ja auch ein Drehbuch, also wie kann man das umsetzen, wenn ihr dann da anfangt so? Viel natürlich, weil du hast, wenn du 15 Figuren hast, die alle irgendwie auch eine Geschichte und eine Entwicklung haben, kannst du das fast unmöglich eigentlich niederschreiben in dem Drehbuch. Könntest du schon, aber dann hättest du wahrscheinlich 260 Seiten. Und es war von Anfang an klar, Oliver gesagt hat, pass auf, es ist das und das muss passieren, ist klar, aber macht euch Gedanken, was ihr machen wollt und sagt mir, was ihr sagen wollt. Und so haben sich die Leute halt wirklich tagtäglich ihre Sätze selbst ausgedacht, ihre Situation selbst ausgedacht. Und darauf war man auch angewiesen, weil es natürlich unheimlich schwer ist, 15 Figuren eben echt klar auszuschreiben nach Dialog. Und die Hälfte von dem, was in dem Film geredet wird, ist nicht im Drehbuch gewesen. Da war unheimlich viel Raum für Improvisation. Hat auch Spaß gemacht. Ich will nur ganz sicher gehen, dass wir beide uns richtig verstehen. Ich verstehe schon. Sie fühlen sich nicht zu mir hingezogen. C'est la vie. Hat's Ihnen gefallen? Gute Arbeit. Danke. Sag mal, lerne ich heute deinen Vater kennen? Nein, er hat heute Notdienst. Ah. Mr. Bloom, darf ich Ihnen Miss Cross vorstellen? Und der Name des jungen Mannes ist mir entfallen. Was haben Sie vor? Keine Ahnung. Vielleicht mir den Sonntagmorgen ein bisschen spannender gestalten? Sie hat meine Wohnung, sie hat mein Auto, sie hat meine CDs gekriegt. Ich dagegen gar nichts. Ihre Kinder sind nicht mein Problem. Ich denke, Sie sind ein unglaublicher Fang. Wir sollten nichts bestellen, sondern einfach unser Leitungswasser austrinken, in meine Wohnung gehen und vögeln. Wir haben heute Nacht dreimal miteinander geschlafen, da wirst du dich doch vor mir anziehen können. Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle. Ja, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du stinkst, Mann? Jetzt habe ich zum Schluss noch mal so eine leichte, ich sag mal, ne, wie heißt noch mal das Fach, was alle studieren und aber keiner richtig kann? Philosophie. Eine philosophische Frage. Und zwar ist der Film ja auf jeden Fall auch eine Metapher auf zum Beispiel den raschen Zusammenbruch von Zivilisation.
Und sowieso vorhandenen Strukturen, die dann abbrechen und durch autoritäre Strukturen ersetzt werden. Na komm, schlag zu, du Mädchen. Schlag zu, du bist raus. Menschen sind seit jeher gefährdet, sich von stärkeren Menschen dominieren zu lassen und ihr Rückgrat zu verlieren in bestimmten Situationen. Und andere Menschen sind seit jeher gefährdet, andere Menschen zu unterwerfen, Schwächere und andere Menschen auszunutzen. Und das ist wahrscheinlich auch irgendwo ein Bestandteil der menschlichen Seele. Ich hoffe, hier hat niemand ein Problem mit engen Räumen. Na, dann ist ja gut. Ich denke, die Quintessenz ist die, dass wenn ein Mensch ein Leben führt, mit dem er einigermaßen zufrieden ist und irgendwie das tut, was er wirklich will im Leben und nicht Werten hinterherrennt, die ihm irgendwie vorgegaukelt werden, dann ist er, glaube ich, weniger manipulierbar. Und umso mehr du ein Leben führst, was dich eigentlich nicht ausfüllt, umso manipulierbarer bist du. Und ich glaube, das ist das Grundproblem. Und mit diesen Machtprinzipien spielen halt ganz viele Formen von was auch immer, Diktaturen, Faschismus, auch Demokratie. Letztendlich sind die Strukturen ja überall dieselbe. Einfach, dass ein Stärkeren den Schwächeren ausnutzt. Und das wird auch so lange so bleiben, bis die Schwächeren es endlich lernen, sich zusammenzuschließen und das Maul aufzumachen. Und das ist halt wichtig, dass man Autoritäten hinterfragt und immer guckt, wie steht man selbst dazu. Und nur weil einer einen Kittel anhat, weiß das noch lange nicht besser als man selbst. Das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Interview. Moritz war sehr aufschlussreich. Alles klar. Vielen Dank. Danke dir. Zwei Dinge mögen wir hier gar nicht. Leute wie dich und Leute, die aussehen wie du. Werner, stell dir mal die Frage. Wie pinkelt ein Eskimo? Weiß ich nicht, wie pinkelt ein Eskimo? Uralt und außerdem rassistisch. Werner, noch eine Frage. Alter, es ist unsichtbar und stinkt nach Hase. Was ist das? Das ist unsichtbar und stinkt nach Hase. Ein Kaninchenfurz? Ja! Ja! So, da sind wir schon wieder am Ende der Sendung und damit ja auch eigentlich an unserer eigentlichen Zitatstelle, aber das kommt noch nicht, denn erst muss ich mich bei euch bedanken und ich muss euch loben an dieser Stelle, dass ihr so fleißig mitgemacht habt, zum Beispiel Batman oder Dune, habt ihr super erraten. Jetzt komme ich zu dem aktuellen Zitat, es gibt was zu gewinnen, Achtung, Achtung. Ihr schreibt die Lösung an diese E-Mail-Adresse. Da zeigt sich wieder ganz klar, dass sie nichts besitzen, was ich ihnen nicht wegnehmen kann. Tja, geht mal in euch rein. Und überlegt mal. Ja, genau. Chicken Run gibt's zu gewinnen. Auf VHS oder DVD. Wahlweise. Schreibt, was ihr haben wollt. Dann bekommt ihr das passende Medium. Es bleibt nur noch eins. Die Hausaufgabe. Und diesmal bin ich streng. Ich will, dass ihr die alle macht. Der Omega Man. Im Original The Omega Man. Nein, es ist wirklich ein spektakulärer, apokalyptischer Film. Den solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Er läuft auch schon die ganze Zeit. Hat euch wahrscheinlich schon so ein bisschen den Mund wässrig gemacht. Alles klar. So, tschüss, bis nächste Woche.